Reaperbeschuss. Aktivität auf fast dem ganzen Planeten. Und der Tempel? Erreichen Sie die Wissenschaftler? Negativ. Alle Kanäle auf allen Frequenzen gestört. Die Mission ist höchst riskant. Die Sache ist zu wichtig. Jetzt oder nie. Shepard, es geht um meine Heimat. Ich muss gehen. Dann ab zum Shuttle. Es geht los. Liara, haben Sie noch etwas über dieses Artefakt? Die Koordinaten der Ratsherren gehören zum Tempel von Athame. Meine Mutter hat mich einmal dorthin mitgenommen. Er ist mehrere tausend Jahre alt. Und aus irgendeinem Grund wird er über geheime Regierungsgelder finanziert. Klingt, als wären wir auf der richtigen Spur. Was ist, wenn wir zu spät kommen? Mein Volk stirbt da unten. Nicht mehr lange. Wir finden den Katalysator und retten Tessia. Wird schon schief gehen. Hey, anschnallen! Das dürfte turbulent werden. Das kann nicht wirklich passieren. Meine Heimat. Sorgen Sie sich lieber später. Wir sind hier oben völlig ungedeckt. Dann runter! Sie müssen Commander Shepard sein! Lieutenant! Commander, wir haben gehört! Die Barriere wurde durchbrochen! Commander, wir reden später! Gehen Sie an das Geschütz und lassen Sie es krachen! Das hier ist wichtig. Wir brauchen Ihre Hilfe. Sie müssen mir schon einen guten Grund zum Bleiben geben. Für einen Haufen Schutt opfern wir nicht unser Leben. Wir wollen zu einem Relikt im Tempel. Es ist wichtig. Darum geht es hier? Einer unserer Außenposten hat versucht, die Wissenschaftler dort zu erreichen, aber der Kontakt ist abgerissen. Jäger startbereit machen! Sofort! Tut mir leid, Commander. Ihr Relikt hat so lange durchgehalten, jetzt kann es auch noch ein bisschen warten. Ich habe heute schon genug Leute verloren. Ich ziehe den Rest ab. Nein. Wenn wir nicht zu dem Tempel kommen, ist das hier das Letzte, was Sie je von Tessia sehen werden, Lieutenant. Sie sehen gerade die Auslöschung unserer Spezies. Wir haben keine Rückzugsgebiete mehr. Und Sie glauben wirklich, Sie können das alles verhindern? Wir haben eine Superwaffe der Proteaner. Damit gewinnen wir den Krieg. Proteaner? Woher wissen Sie, dass es damit geht? Es ist für uns alle die einzige Chance.
Hier, Lieutenant Curran. Stellung halten. Räumen Sie einen Pfad zum Tempel frei. Außenposten Tychis, zu Ihnen sind Leute unterwegs. Die Galaxie soll wissen, dass der Krieg auf Tessia gewonnen wurde. Geben Sie alles. Ich war vor Jahren... hier. Die Stadt jetzt so brennen zu sehen. Man kann sie wieder aufbauen. Sorgen Sie sich nur um die nächsten 20 Meter. Vorsicht! Das muss ein Ende haben. Behalten Sie diesen Zorn, Liara. Setzen Sie ihn ein. Vergessen Sie das nicht. Da kommen Sie nämlich. Ich glaube, das war's. Und jetzt Tempo runter von der Brücke! Auf dem Gebäude da! Wir haben Feuer! Nein! Verdammt sollen sie sein! Bleiben Sie konzentriert, Liara. Diese Dinger schlachten meine Leute ab. Dann sind jetzt Sie an der Reihe. Verteilen und in Deckung gehen. Auf die Flanken achten! Sie dürfen uns nicht umstellen! Ich kann diesen Dingern immer noch nicht entgegentreten. Meine eigenen Leute. Ich sage es nur ungern, aber genau so machen es die Reaper. Sie hetzen unsere eigenen Leute auf uns, damit wir unsicher werden. Über uns! Man gewöhnt sich einfach nie an diesen Anblick, oder? Dämonen gibt es wirklich. Und sie wollen uns wirklich töten. Vor uns links. Schachtungen auf dem Balkon. Das sind Assassinen. Möglicherweise könnten wir sie erreichen. Der Reaper lässt uns in Ruhe. Ich hätte nichts dagegen gehabt. Hier ist Spezialistin Kayla. Spezialistin Geneva wurde soeben. Noch kein Anzeichen. Der Körper ist soeben eingetroffen. Kopf reinziehen. Wie lange können Sie durchhalten? Jetzt, wo Sie da sind. So lange wie nötig. Aus wie eine Todeszone.
Artefakt und dann können wir alle aufwachen. Amen. Es fühlt sich an, als würden wir die Reaper schon ewig bekämpfen. Vorsicht! Wir wollen zum Außenposten Tykis. Sie stehen genau davor. Was ist mit dem Rest Ihres Trupps? Sie sind alle tot. Wir wollten zu den Wissenschaftlern, aber... Nur ich bin noch übrig. Was ist mit Verstärkung? Dafür hatten wir Jäger, aber das ist wegen des Reapers zu gefährlich. Sie können es nicht wagen. Ist hart, aber ohne deren Hilfe sehe ich keine Chance reinzukommen. Habe ich schon erwähnt, wie sehr ich diesen Krieg hasse? Taylor und Schwan, hier Außenposten Tykis. Gibt es auf dieser Frequenz noch jemanden? Wir brauchen sofort Luftunterstützung. Commander Shepard ist hier. Verstanden. Hier Talon 1. Bin unterwegs. Talon 5 im Anflug. Bodenziele bestätigt. Waffen überhitzen. Wackelt sie auf. Talon 1. Vorsicht wegen des Störsignals. Ziel erfasst. Getroffen. Der Stabilisator ist Schrott. Los, Commander. Ich decke Sie von hier aus. Commander Shepard, ich gebe Ihnen Deckung. Wir bringen Sie in diesen Tempel. Raketen sind scharf. Raketen unterwegs. Weiter so, Talon 5! Die beste verdammte Attackenpilotin, die ich je gesehen habe. Keine Raketen mehr, wechsel zum Geschütz. Ob wir beim nächsten Krieg die Allianz auch zu einer Luftunterstützung überreden können? Vorwärts! Das ist unsere Chance! Vorsicht, weitere Feinde voraus! Scheiße! Gegner greift an! Halten Sie durch, bis ich ihn abgeschüttelt habe! Die Fliegengewand des Todes ist gerade aufgetaucht. Dafür sorgen, dass es das wert war. Sieht aus, als wäre hier alles sicher. Gehen wir rein. Und wie genau soll... Lassen Sie mich mal sehen. Es ist eine Militärchiffrierung. Ich denke, ich kann sie deaktivieren. Bisschen übertrieben für eine Kirche.
vor allem, weil nur noch wenige der Athame-Doktrin folgen. Hallo? Ist da jemand? Hier stimmt was nicht. Die Wissenschaftler müssten hier sein. Sehen Sie sich um. Das, was wir suchen, ist vielleicht eins von diesen Artefakten. Bringt uns nicht weiter. Das ist Janeeri, Athames Führer, der vor langer Zeit die Erleuchtung nach Tessia gebracht hat. Tut mir leid. Was wissen Sie hierüber? Eine Seite aus einem unserer ältesten religiösen Texte, dem Athame-Kodex. Das ist nicht, was wir suchen. Hier wird beschrieben, wie Janeeri, der Führer von Athame, meinem Volk Saatgut gegeben hat. Er machte sie zu dem... Womit haben wir es hier zu tun? Mit einer primitiven Darstellung der Göttin Athame. Sie spricht zu ihren alten Asari-Anhängerinnen. Ich bezweifle, dass dies das Artefakt ist. Ich weiß nicht, Liara. Ich vermute, das sind die Wissenschaftlerinnen. Ihre Kehlen. Was ist mit ihnen? Durchgeschnitten. Das waren keine Reaper. Wir müssen da allein durch. Wer soll das denn sein? Die Göttin Athame selbst. Ein Relikt des alten Glaubens. Ziemlich viel Aufwand für eine Religion, die keine Anhänger mehr hat. Es ist ziemlich raffiniert, selbst für unsere Verhältnisse. Obwohl Athame historisch sehr bedeutsam ist. Früher glaubten wir, die Götter wären von der Welt getrennt und blickten auf uns herab. Alles Leben, Mensch. Hier ist ein proteanischer Sender. Sicher? So etwas vergisst man nicht. Aber warum verstecken? Denken Sie an das Ding auf dem Mars. Man könnte sehr viel lernen, wenn man so etwas für sich behält. Das kann nicht sein. Mein Volk würde so etwas nie geheim halten. Der Sender würde erklären, warum die Asari so weit entwickelt sind. Dieser Tempel ist Jahrtausende alt, Doc. Genug Zeit, um das alles rauszufinden. Das macht es noch nicht wahr. Man bräuchte gar nicht viel. Hier und da ein kleiner Durchbruch und schon bald stünde man an der Spitze der Galaxie. Dann hätten die Asari dieses Wissen teilen müssen. Unsere Lage wäre denn heute nicht so verzweifelt. Das wissen Sie doch gar nicht, Shepard. Wir wissen nicht, was hier vor sich geht. Wir haben kaum Zeit, es herauszufinden. Die Dateien, auf die ich zugreifen kann, drehen sich um proteanische Datenströme und die Rekonstruktion von Matrizen. Das passt nicht. Vielleicht ist das genau der Punkt. Bei der Göttin. Buchstäblich. Sehen Sie sich um. Es muss noch mehr von diesen Verbindungen geben. Unglaublich. Der Sender scheint Sie für ein Proteaner zu halten, Shepard. Der Dechiffrierer, den Sie vor Jahren auf Pharos bekamen. Erinnern Sie mich nicht daran. Hier ist keine Verbindung. Schwer zu glauben, dass wir so nah dran sind. Wenn wir das hier geschafft haben, stellen wir den Tigel fertig und beenden den Krieg. Die war's, würde ich sagen. Sieht nicht aus wie eine Verbindung. Ich kann nicht glauben, dass der ganze Tempel nur Tarnung ist. Geheimnisse versteckt man am besten dort, wo sie jeder sieht. Sie haben... Da! Wieder eine! Ich glaube nicht, dass wir schon... Das ist anscheinend keine Verbindung. Wir sollten weitersuchen. Dann ist es also wahr. Die ganze Überlegenheit der Asari lässt sich hierauf zurückführen. Unsere gesamte Zivilisation. Nichts davon ist so, wie ich gedacht hatte. Das ist keine Verbindung. Weitersuchen. Wir haben jetzt Zugriff auf den Sender.
Wir müssen uns beeilen. Diesen Ort wird es nicht mehr... lange geben. Beziehe chronologischen Marker. Bitte warten. Zeitskala eingerichtet. Postproteanischer Zyklus bestätigt. Was sind Sie? Reaper-Präsenz geortet. Dieser galaktische Zyklus hat seinen Auslöschungspunkt bereits erreicht. Systeme werden runtergefahren. Warten Sie kurz! Wir brauchen Antworten. Auf welche Frage? Wir müssen wissen, was der Katalysator ist, um den Tegel fertigzustellen. Eine Proteaner. Sieht aus wie eine VI. Ich bin Vendetta, ein modernes virtuelles Konstrukt von Pashek Vran, Leiter des Projekts, das Sie Tegel nennen. Er fiel im Kampf gegen die Reaper bei der Schlacht von Tranbir 9. Ihre Zeit ist ebenfalls abgelaufen. Waren alle Proteaner so hart? Was war zu Ihrer Zeit mit dem Tegel? Warum haben die Proteaner ihn nicht eingesetzt? Wir wurden intern sabotiert. Eine Splittergruppe war der Ansicht, wir sollten die Reaper beherrschen, statt sie zu vernichten. Das hat unsere Schlachtordnung ausgehebelt, denn die Separatisten waren indoktriniert. Klingt, als würde sich die Geschichte wiederholen. Unsere Studien der Vergangenheit führten zu dem Schluss, dass Zeit zyklisch abläuft. Viele Muster wiederholen sich. Wie die Reaper-Angriffe. Und mehr. Dieselben Gipfel der Evolution, dieselben Täler der Auflösung. In jedem Zyklus gibt es dieselben Konflikte, nur unterschiedliche Details. Die Wiederholung ist zu prägnant, um Zufall zu sein. Wir dachten, dass die Reaper für das Muster verantwortlich sind. Möglich, obgleich ich der Ansicht bin, dass die Reaper nur Diener des Musters sind, nicht seine Herren. Wer ist dann der Herr? Unbekannt. Seine Präsenz kann nicht beobachtet werden, nur erschlossen. Klar ist nur seine Absicht. Galaktische Vernichtung. Und Sie stehen jetzt vor diesem Abgrund. Noch besteht Hoffnung für den Zyklus. Was ist bloß der Katalysator? Billionen von Leben stehen auf dem Spiel. Es stehen immer Billionen Leben auf dem Spiel. Doch wenn die Reaper schon da sind, um ihren Zyklus zu beenden, kommt dieses Gespräch zu spät. Wir können den Zyklus durchbrechen. Wir haben ihre Pläne für den Tegel gefunden und bauen ihn bereits. Der Tegel ist kein Entwurf der Proteaner, sondern das Ergebnis von zahllosen galaktischen Zyklen, die Jahrmillionen zurückreichen. Jeder Zyklus fügt etwas hinzu, jeder verbessert ihn. Doch bisher hat niemand die Reaper damit erfolgreich besiegt. Dann werden wir die Ersten sein. Was ist der Katalysator? Wenn Sie den Kampf fortsetzen möchten, werde ich Sie nicht daran hindern, obwohl ich Ihre Erfolgschancen für minimal halte. Wir gehen das Risiko ein. Gut, wenn Sie den Plänen für den Tegel gefolgt sind, integriere ich mich in Ihre Systeme und helfe bei dem Katalysator um. Indoktrinierte Präsenz geortet. Aktiviere Sicherheitsprotokoll. Sie. Sie haben die Wissenschaftler getötet. Was wollen Sie? Ihre Aufmerksamkeit. Und nun möchte jemand mit Ihnen sprechen. Shepard. Wie kamen Sie auf diesen Ort? Die Archive. Oder hat Ihr Shadow Broker die übersehen? Zeigen Sie sich. Geht auch ganz schnell. Ruhig, Dr. Tissoni. Sie haben geholfen, den Schlüssel zur Kontrolle über die Reaper zu entdecken. Oder zur Zerstörung. Verdammt, Shepard. Die Zerstörung der Reaper bringt nichts. Sie bringt Frieden. Sie wollen uns nur kontrollieren. Denken Sie nach. Wenn die Reaper wollten, könnten sie alles organische Leben vernichten. Und nichts bliebe übrig. Glauben Sie denn wirklich, Sie können die Reaper dazu bringen, uns das zu geben? Ich kenne Sie. Ich weiß, wie Sie denken. Sie sind dem Feind wohl ein wenig zu nahe gekommen. Nein. Sie machen's richtig. Warum töten, wenn man kontrollieren kann? Sie haben zu viel Zeit mit dem Feind verbracht. Er zieht Sie auf seine Seite. Sie denken sogar schon wie er. Nein, ich sehe die Dinge nur anders. Wenn Ihnen wirklich an der Menschheit liegt, bekämpfen Sie mich nicht. Schließen Sie sich mir an. Stellen Sie nie meine Absichten in Frage. Ich habe für die Menschheit mehr geopfert, als Sie ahnen. Sie kennen mich überhaupt nicht. Meine Methoden in der Reaper-Frage sind lediglich subtiler als Ihre.
Sie haben vergessen, wofür Sie standen. Cerberus sollte das Schwert der Menschheit sein, kein Dolch im eigenen Rücken. Poetisch, aber wie üblich am Thema vorbei. Die Welt hat mehr Grautöne, als Sie zugeben wollen. Mit den proteanischen Daten in diesem Sender beende ich endgültig diesen Konflikt. Sie können für mich oder gegen mich sein. Da ist kein Platz für Grautöne. Nein, vermutlich nicht. Lang, der Commander hat etwas, das ich brauche. Bitte nehmen Sie es ihm ab und bringen Sie mir die Daten. Wird gemacht. Ich wurde getroffen. Geben Sie mir Feuerschutz, während ich mich auflade. Achtung, der Jäger! In Deckung! Alles in Ordnung! Ich muss mich wieder aufladen. Geben Sie mir Feuerschutz! Cerberus bedankt sich für ihre harte Arbeit. Hier, Shepard, was ist Ihre Position? Wiederhole, ist jemand auf dieser Frequenz? Wir hören Sie, was ist Ihre Position? Der Lieutenant ist tot, unsere Zone bricht zusammen. Was ist mit Shepard? Haben Sie es zum Tempel geschafft? Ich hab Sie. Moment, da kommt ein Reaper. Bitte, ist da jemand? Bitte, nein. Commander Shepard, sind Sie da? Commander! Ratsherrin, die Mission ist...
Der Kontakt zu Tessia ist abgerissen. Wann wird der Tigel einsatzbereit sein? Ratsherrin, schlechte Neuigkeiten. Wir haben die Information nicht. Warum nicht? Cerberus war da. Wir wurden besiegt. Wir können den Tigel nicht fertigstellen. Was soll ich sagen? Wie war die Lage auf Tessia? Verschlimmert sich rasch. Gewaltige Reaper-Truppen. Ich muss gehen. Pläne müssen entwickelt werden. Es geht um den Fortbestand unserer Zivilisation. Ich habe nie mit diesem Tag gerechnet. Niemand hat das. Es tut mir leid. Die Asari-Truppen sind auf dem Rückzug. Wir sind in diesem System nicht mehr sicher. Bringen Sie uns raus. Shepard. Ich... Niemand konnte wissen, dass Cerberus Tessia vor uns erreichen würde. Es ist mein Job, vorbereitet zu sein. Immer. Und jetzt sind Tessia und die Katalysatordaten verloren. Ich bin's leid, dass Cerberus immer gewinnt. Dann sollten wir ihn mal in die Eier treten. James hat recht. Weiß jemand, wo sie sich verstecken? Irgendwer? Commander. Sagen Sie mir, dass Sie was haben. Spezialistin Trainer konnte Kai Lengs Shuttle durch das Portal verfolgen und sein Ziel extrapolieren. Leider verschwindet das Signal dann im Lyra-System. Natürlich tut es das. Allerdings wird das Signal aktiv blockiert. Was? Im Lyra-System gibt es außer der Zuflucht nicht viel. Und die ist ein Auffangbecken für Kriegsflüchtlinge. Und etwas an diesem Ort blockiert aktiv sämtliche Signale aus diesem Abschnitt des Weltraums. Hätte Spezialistin Trainer die Daten nicht so präzise untersucht, wäre die Störung gar nicht aufgefallen. Trainer, Edie... Gute Arbeit. Und jetzt müssen wir die Gelegenheit auch nutzen. Ich war auf Horizon im Lyra-System stationiert. Damals gab es dort keine Cerberus-Präsenz. Eine schwache Spur. Hoffentlich die richtige. Mir ist egal, wie schwach die Spuren sind. Cerberus darf uns jetzt nicht mehr aufhalten. Ich will die Proteaner-Daten und den Katalysator. Keine Ausreden. Wegtreten. Commander, Admiral Anderson ist über Videoleitung verfügbar. Shepard, ich habe von Tessia gehört. Wir waren ganz nah dran, Anderson, diesen verdammten Krieg zu beenden. Sie dachten doch nicht, es würde so einfach werden. Ich wusste von Anfang an, dass bei diesem Krieg keine Minute einfach würde. Aber der Fall von Tessia und das Wissen, dass ich verantwortlich war... Shepard, wissen Sie, wie oft ich in all den Jahren schon furchtbar einstecken musste? Dass ich den Erstkontaktkrieg überlebt habe, war ein Wunder. Sie sagten, ich sei ein Held. Und ich war froh, davongekommen zu sein. Gut, Kai Leng hat Sie geschlagen. Na und? Das könnte uns den Krieg kosten. Die Jungs im Widerstand wissen, dass sie auf verlorenen Posten stehen und sie schlechte Chancen haben, den nächsten Tag zu erleben. Aber wir bleiben dabei. Ich stehe jetzt in London. Überall sind nur Trümmer. Ich wurde hier geboren und werde wohl auch hier sterben. Zeigen Sie uns die Reaper und wir gehen das Risiko ein. Sie schaffen es, Anderson. Und wenn alles vorbei ist, zeigen Sie mir London. Wir müssen es vorher neu streichen. Es wird bald vorbei sein. Hoffentlich. Schütteln Sie das ab. Mach ich. Anderson, Ende.